Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Oxygen Not Included. Ich grüße euch. So, wir brauchen unbedingt, wir haben jetzt hier oben ein neues Bett, das ist noch verwaist und der nächste Duplikant kommt in 1,7 Zyklen. Wir brauchen mehr Arbeitskräfte, sehe ich mir so ein. So, dann haben wir jetzt hier nochmal ein paar Kappen, die können wir auch verarbeiten, das geht. Aber auch nicht mehr viele. Da haben wir noch ein bisschen was, gefüllte Beeren. Ja, das ist alles schwierig gerade. Ah, Bunny. 25 Grad, 7, 29, 29, 31. Ja, okay, das wird jetzt hier zum Problem. Erde. Die erzeugen Erde, oder? Wandelt verschmutzte Erde zum kompostierbarer Erde um, ja. Weil das muss ja eh nicht die ganze Zeit gemacht werden. Ah, hier auch. Das wird auch tatsächlich besser. Das erzeugt aber auch Wärme, ne? Ja. So, das können wir hier abbrechen. Das wird eh nicht mehr gemacht. Ach, der Luftreiniger läuft. Ah, Mann, Leute. Schalte mir mal bitte einer ab. So, pass auf, dann machen wir jetzt hier das zu. Durchlässig zu quasi. Ja, das flubbert hier natürlich runter und wird hier unten verarbeitet. So. Der Nahrungsmangel ist real, meine Lieben. So, wie weit schaut es hier oben aus? Hier ist ein bisschen verschmutzter Sauerstoff. Hier ist zu. Hier ist auch sehr viel verschmutzter Sauerstoff drin. Okay. Was ist denn das hier eigentlich? Schleim. Fingerhutschiff-Samen. Okay. Das sind die Dinger, oder? Wenn ich sie finde. Da unten. Das sind die Dinger da. Ja, das ist das. Okay, davon haben wir genug. Überflutung. Hier unten? Ja, okay. Ignorieren wir einfach mal. So. Jetzt pass auf. Wir werden das folgendermaßen machen. Wir werden jetzt die Generatoren nehmen. Und werden diese Generatoren, weil hier eh Stromkabel hoch müssen. Die lege ich jetzt mal hier rein. Sage Stromkabel. Naja, okay, ist egal. Subprio. 9. So, weil dann können die das nämlich jetzt hier locker flockig wegarbeiten. Die Forschung ist abgeschlossen. Ist das die? Nein, das war die noch nicht. Fehlende Ressourcen für Pflanzenkiste. Da haben wir ein bisschen. Da fehlen halt Pilze ohne Ende, ja klar. So, hier läuft wenigstens jetzt ein bisschen Strom, also es wurde Kohle auch verarbeitet. Der Sauerstoff ist hier oben unfassbar gefährlich gering. Okay, Sauerstoff. Wandelt Wasser in Sauerstoff um. Da haben wir ja noch mit unserer Leitung, glaube ich, gekämpft, die hier hochgewandert wandern sollte. Diese Leitung ist wichtig. Wichtiger eigentlich als alles andere, weil die entscheidet natürlich hier, wo Wasser und wo Frischwasser hinkommt. Ein Brutschrank, ja, eines Tages. Genau, also die Batterien, auch hier, die Batterien werden wir nehmen und werden die auch vielleicht eben weiter unten irgendwo deponieren. Also hier kommen die Kohlegeneratoren unter anderem rein. Hier machen wir die Ziegel rein.
So, was ist... Da haben wir keinen Strom. Das liegt natürlich an den... ja, das mit dem Strom ist, so eine Sache. So. Wasser sollte hier unten... Kommt da auch mega viel an. Gerade so viel, dass wir ja auch hier gar nicht mehr reinkommen. Das ist ja ein Problem. Das ist ja ein riesendickes Problem gewesen. Ich hätte das nämlich gerne größer aufgebuddelt. Ich würde hier gerne viel, viel mehr Platz haben und würde das hier mir alles rausholen. Damit hier einfach viel mehr Restfläche ist. Auch das hier weggraben vielleicht und hier mir einfach mehr Luft reinbringen. Damit das Wasserbassin sozusagen größer wird. Hier machen wir Grabauftrag rein. Ist das? Also hier haben wir sehr, sehr viele von den Dingern. Das ist in Ordnung, wenn die so bleiben. Den machen wir wieder deaktivieren. So, ist der jetzt ausgeschaltet? Ja, endlich, meine Güte. Sobald die Dinger jetzt laufen, erzeugen wir hier quasi Druck. Und der flubbert jetzt hier runter und sollte den Druck hier anheben. Und der sollte den Druck hier anheben. Und das heißt natürlich, dass hier vielleicht auch dauerhaft mal Druck wäre. Dass hier das nicht ständig zusammenbricht. So, neue Zwergonia, meine Lieben. Der Nahrungsmangel ist ein Riesenproblem. Essen ist jetzt Top-Prio. Und die Temperatur hier runter zu bekommen, auch. Die Batterien kommen alle raus. Und da werden wir dann gucken, dass wir die vielleicht hier noch irgendwo einbauen können. Hier wäre so ein super Platz dafür. Das ist so weit draußen, das ist auch eh warm. Da interessiert es uns überhaupt nicht. Und dann machen wir das jetzt mal. Planen wir mal diesen ganzen Bereich vor. Da kommen jetzt unsere Langzeitbatterien rein. Und die werden mit einer Luftschleuse werden die hier einfach mal dicht gemacht. Dann graben wir das mit einer 9er Prio aus. Allgemein können wir das auch Sub-Prio-mäßig. Das ist schnell erledigt, wenn die da mal sich alle drum kümmern. So, da kommt nämlich auch dann der Kompost zum Beispiel rein. Das kommt alles weg da. Haben die das jetzt hier oben ausgebuddelt? Ja, haben sie. Dann erzähl mir mal bitte schnell, dass da hier Platz dafür ist. Dann kommt das nämlich rein. So. Okay. Haben wir neuen Duplikanten? Noch nicht. Ja. Erde haben wir aber trotzdem. Sauerstoffanteil. Es wird immer dünner hier oben. Hier oben ist gar nichts. Und das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Da machen wir jetzt Folgendes, meine Freunde der Nacht. Hier oben bauen wir dann so ein Ding auf. Das mache ich jetzt folgendermaßen. Wir machen hier Sauerstoff. Einmal das Gerät. Setzen wir hier sauber hin. Machen eine Stromleitung hier dann auch auf der Seite rein. So. Und dann kommt hier jetzt eine Wasserleitung. Transportiert Flüssigkeiten, bla bla bla. Dekor plus 20, ja, da haben wir genug von. Dann müssen wir mit der Wasserrohrleitung machen. So, das hier ist Abwasser. Das heißt, hier müssten wir mit einer... Mit einer Brücke drüber, mit einer Rohrbrücke. Und das müssen wir drehen. Und dann müssten wir das hier ab nach unten hin zerlegen. Das Rohr kann bestehen bleiben. Das ist ein Steigrohr in dem Fall für uns. Und dann gehen wir jetzt folgendermaßen vor. Dann sagen wir jetzt hier Sanitär, Rohr, da rein. Und dann geht es da wieder raus. Und dann kommt das hier eben lang. Und dann müssen wir Folgendes machen. Dann müssen wir das Rohr hier verlängern.
Und dann haben wir ein Problem. Wir müssten das, den Sauerstoff eigentlich nach weiter oben packen. Der müsste eigentlich hier rein. Was jetzt auch gar nicht mal so blöd ist. Den könnten wir eigentlich aufmachen. Die Dämmerkappen und so weiter interessieren mich eigentlich gerade auch gar nicht. Wird als Wand oder Bogen zum Bau von Räumen erhöht die Laufgeschwindigkeit der Duplikanten. Ja, what? Was sind das eigentlich? Magmatit, okay. Sandstein. Granit, Dekoration, Überhitzungsschutz, ja, ganz klar. So müssten wir das bauen. Und dann graben wir das Ding halt komplett aus. Und dann legen wir das da oben hin und dann kommt das Wasser halt so rüber rein. Dann baue ich das schon mal vor. So, machen wir das so. Dann Strom. Okay. Und das brechen wir ab. Und das brechen wir ab. So. Gut. Das ist jetzt so der Plan. Da wird noch ein bisschen brauchen, aber wenn er dann fertig ist, haben wir hier oben, ziehen wir unsere Kolonie in die Länge und in die Tiefe vor allen Dingen. Hier haben wir noch einen Haufenweise Algen. Warum ist das eigentlich immer noch... Das ist kaputt. Aber da wäre jetzt theoretisch Strom da, oder? Leitung ist da. Wasser. Flüssigkeit wäre theoretisch nicht da. So, wir brauchen definitiv noch einen Duplikanten mehr. Ach stimmt, wir haben ja Catalina verloren. Ja, meine Güte, die ist ja... Camille war das. Die ist ja hier. So, also ich hoffe, jetzt haben wir mal jemanden, der Fähigkeiten hat. Fähigkeiten. Bauen und Landwirtschaft. Finde ich beides wichtig. Bodenloser Magen. Pazifist bedienen. Wir drucken dich mal. Nisbet. Yay! So, Nisbet wird zum automatisch zugewiesen. Aber machen wir nicht. Wir sagen, Nisbet wird zu einem Landarbeiter. Machen wir das mal. Yay! Hier ist auch wieder... Ah ja, jetzt sind die Dinger wieder kaputt gegangen. Warte mal ganz kurz. Die Zyklustafel. Hier ist Nisbet und Liam zum Beispiel drin. Dann erzeugen wir jetzt den nächsten Arbeitsplan. Schlafen, Badezeit. Freizeit. Die haben wie viel? 3 Stunden Freizeit, ne? Dann haben die hier nochmal Arbeitszeit. Und da kommt rein Harold. Dann kommt rein, hier kommt noch rein Nisbet. Wo ist denn Nisbet? Da. Liam kommt noch ganz runter. So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall nie mehr als 4 Leute drin. Ich werde das irgendwann mal ändern, dass das wirklich dann eine Ebene Dusche ist. Und wenn das alles klappt, machen wir dann noch eine Ebene drunter hier, wo nur Toiletten drin sind. Dann haben wir eine Duschebene und dann können wir die Zeitschichtpläne auch ändern. Dann wird das einfacher für uns. Fließt jetzt hier runter und das fließt alles hier unten rein. Da holen die sich aber das Wasser eh wieder raus. Also das ist egal.
So, wie schaut jetzt eigentlich der Druck hier unten aus? Ist der mittlerweile passabel? Immer noch nicht. Müsste doch eigentlich der Druck ausreichend sein. So, dann zerlegen wir diese Ziegeln. Diese Leiter auch zerlegen. Leiter zerlegen, Leiter zerlegen. So, dann haben wir den Bereich und dann graben wir uns hier dann einfach nur ein bisschen Platz rein. Machen hier auch nochmal zu. Ja, es läuft die Brühe durch die ganze Kolonie. Mir schon klar. Hier oben ist auch mittlerweile mehr Platz. Ziemlich verschleimt, das Ersticken? Wie zum Henker? Warte mal kurz. Du schaffst das, Bird. Kann ich den zuweisen? Gehe zu. Oh, da müsste jetzt Luft reinkommen. Raus mit ihr. Puh. Noch einer. Nee, Bird kommt wieder klar. So. So, hier unten haben wir gesagt, das ist eh warm. Da kommen dann unsere Batterien rein. Und da können wir eigentlich den Strom dann auch schon mal drunter legen. Das lassen wir jetzt Auto offen. Aber hier müsste doch eigentlich sich viel, viel heftiger Kohlendioxid sammeln. Der Druck ist so schlecht hier unten. Also die Grabeaufträge, die ich jetzt gesetzt habe, sind natürlich durchaus wahnsinnig. Ne? Also da sehe ich ja ein. Okay, der Bereich hier ist fertig. Sauerstoff hier ist gut, aber der Druck nach oben ist natürlich Katastrophe. Hier ist so viel Wasserstoff einfach drin, genau. Und der kommt der nach. Filtermaterial. Wo kommt denn der ganze verschmutzte Sauerstoff her? Von hier, oder? Ja, hier ist überall verschmutzter Sauerstoff. Das ist das Problem, ja. Okay. Erhöhe mal hier eine Priorität. Ach, hier haben wir auch ein Elektrolysegerät gebaut. Ja, aber das funktioniert hier leider nicht. Blöd. Es wäre gut, wenn. So, Nahrungsmangel. Wir sind mittlerweile auf Null runter. Hier wird die Temperatur aber tatsächlich besser. Aber die können sich nicht lange hier oben aufhalten. Das ist ja schlecht, ey. Okay, dann Sauerstoff. Rohmaterial 200... Rohmetall. Okay. Mineral und wir brauchen Rohmetall. Verschiedenes. Wir bauen doch unfassbar viel hier Zeug ab.
Rohmineral, Rohmineral, Rohmineral. Alles Mineral. Mineral. Wo kann ich noch reingraben, um Landwirtschaft, Phosphorit? Was ist Rohmetall? Kupfer, Gold, Eisenerz, Wolframit. Ja, Gold haben wir hier oben. Da könnte man ja sau viel noch machen. Lass uns halt hier einfach nochmal eine Runde abgraben. Warum nicht? Da ist ja viel Gold dabei. Das nehmen wir einfach mal in die Hand. Wir finden schon unser Material. Genau, Gold haben wir jetzt hier wieder. So. Auch geil. Leere Leinwand. Rohmetall. Oh, also wir brauchen sehr viel Metall. Ich ändere mal das auf 0 und sage hier deaktivieren. Überhitzungstemperatur. Okay. Kilogramm bei 34 Grad. Also das wird auch warm, das Zeug. Deaktivieren. Wir müssen jetzt langsam was zu beißen ranbekommen, bevor unsere Leute ex gehen. Endlich was zu essen. Wir müssen das mit dem Wasserstoff jetzt langsam mal lösen. Das ist ja wirklich eine Katastrophe hier oben. Das funktioniert tatsächlich schon. So. Hier haben wir auch noch Gold. Das müssen wir echt... Wie ist denn das Subprior hier? Ja, okay. Das müssen wir beschleunigen. Das muss alles jetzt schneller funktionieren. So. Roan? Tod einer Krankheit erlegen. Ach du Schande. Okay. Dann machen wir jetzt Folgendes. Hier unten haben wir ja auch Riesensauerei mittlerweile. Hier graben wir ja auch auf. Ein Webstuhl. Das wäre allerdings wirklich mal eine geile Sache. Nahrungsmangel ist eine Katastrophe gerade. Grabstätte. Warum habe ich das jetzt? Wo ist denn das jetzt? Da. Magmatit. Machen wir die hier hinten hin. Okay. Folgender Deal. Wir haben, wie viele Algen haben wir? Algen haben wir da gar nicht so wenig. Dann mache ich jetzt hier, aktiviere ich jetzt mal das Sauerstoffgerät. Und hier unten diese Dinger, da mache ich jetzt 2 Grabsteine mal auf den Top-Rio. Weil dann drückt es nämlich mal diesen ganzen Wasserstoff hier hinten weg. Genau.
Omelette können wir machen. Machen wir doch. Und wenn der Omelette verfügbar ist. Wie viel Frostbrötchen haben wir da? Oh, da können wir auch nochmal. Machen wir da mal so. Fünf. Fünf machen wir da. Ja. Verhungern. Ja, das ist klar. Das ist ein Problem jetzt. Okay. Meine Lieben, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Lust habt. Und bis dahin sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Habt eine tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen, verdammt nochmal. Und ich wünsche euch was. Euer Zwerg. Auf ZwergTube. Ciao.